Dass der Kleiderschrank von Prinzessin Diana sehr wertvoll war, ist nichts Neues. Vor allem hat sie sich gerne in Looks in verschiedenen Rotnuancen gezeigt. Nun wurde ein dunkelrotes Samtkleid von ihr versteigert, für die stolze Summe von 551.850 Euro. Die Summe ist fünfmal so hoch als erwartet. Das Kleid, das am Rücken mit drei Strassknöpfen besetzt ist, war auch in Dianas legendärem Vanity Fair Shooting mit dem berühmten Modefotografen Testino zu sehen. Die Fotos waren 1997, nur wenige Monate vor ihrem Tod, entstanden.